Sag mal, hast du den Montegazzi auf der Absenzenliste? Der von der Spedition mit dem gelben Matz da. Nein, den habe ich noch immer gesehen, der ist schon besoffen gekommen. Montegazzi? Montegazzi? Hat einer den Montegazzi gesehen? Wahrscheinlich ist er schnell auf die Toilette rausgekotzt. Ja, du, apropos Alkohol, was sehe, der Tomasi hat dann auch schon recht einen gegügelt, gell? Tomasi hat schon recht runde Füße. Oi, oi, oi. Du, ey! Achtung, er kommt jetzt gerade. Hast du den Montegazzi gesehen, du? Ulala. Wir können also froh sein, wenn der Apero überlebt. Du und der Gerber ist jetzt gekommen. Welcher Gerber? Ja, weißt du, der dich das super Tai Chi geheiratet hat? Nein, nein. Der hat sich mir abgemeldet, das sei wegen ihr. Hat sie darum erst vor 10 Tagen überkommen. Sie können noch kein Wort Deutsch. Gut, wegen dem Reden hat er sie ja nicht gekauft. Du, apropos Gerber, gell? Der hat mir ja den Katalog gezeigt. 4'000 Stutz haben bezahlt für die Frau. Nein. Ja, dann hat er noch gesagt, wir müssen so rechnen. Einmal zu einer Nutte kostet 200, nach 20 Mal hebt sie das. Ich habe gesagt, Gerber, da kommt noch mehr auf dich zu. Das kostet mehr, als im Katalog steht. Ja, kannst denken. Du musst eine Kleider kaufen. Essen tun sie auch. Ja. Ja, so musst du rechnen. Als dort bei der Rute und mir vor 2 Jahren darum gegangen ist, heiraten, ja oder nein, habe ich die Rechnung auch gemacht. Und schau, die Ruth kostet mich heute im Monat also 1600. Also im Schnitt. Ich glaube, dass der Gerber da mit seinem Teichig wirklich billiger kommt. Ja gut, für mich gibt es einfach eine Faustregel. Die Frau darf einfach nicht teurer kommen als die Wohnung. Ja, dann. Lass mal, Marco, bevor wir anfangen, ich glaube, du hast schon schnell etwas zu den Mitarbeitern sagen, oder? Richtig, richtig. Vielleicht vermisst der ein oder andere Kollegen aus seiner Abteilung. Wir sind an dem heutigen Betriebsfest ein bisschen weniger als letztes Jahr. Also genau genommen heisst das 147 weniger. Ja, das kommt daher, dass wir auf Ende Jahr sowieso hätten müssen 150 Stellen abbauen. Wir haben darum beschlossen, die Leute noch vor dem Betriebsfest über ihre Entlassung zu informieren. Von der Kosten her hat das den Vorteil gehabt, dass wir jetzt in einen günstigeren Saal gehen können. Ja, der Walti, der Marc und ich, wir haben untereinander noch kleine weggemacht, wer von diesen 150 heute Abend trotzdem noch ins Personalfest kommt. Ja, Walti, ich würde sagen, du bist mit deinen 0 Gras ums Tief. Ja, wahnsinnig, du. Ich habe wirklich gedacht, da kommt keiner mehr. Aber ich meine, nach so einem Brief gehst du ja nicht mal ans Betriebsfest, oder? Gut, ich hatte mit meinen 4 fast gehabt. Jetzt könnt ihr drüber raten, wer es genau getroffen hat. Der Marco Tomasi, unser Personalchef, gratuliert. Du hast die Flasche Champis also gut. Super, super, super. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu denen, die trotzdem gekommen sind. Es ist ja, glaube ich, die Frau Segmeier, der Herr Marti und du, Rudi. Sorry, Herr Rudi. Alle Rudi. Leid, nicht für ungut, gell? Ja, du bist immer ein glattes Ich. Ja, Rudi, man weiss es ja ein bisschen, so eine Entlassung und das Gefühl, bald keine Arbeit mehr zu haben, nicht mehr gebraucht zu werden, so langsam zum alten Eisen zu gehören, bald nicht mehr wissen, was mit seinem Leben anfangen. Ja, so praktisch auf dem Abfall zu landen, das kann natürlich auch ein bisschen auf die Stimmung drücken, das verstehen wir alle. Aber ich glaube, für heute Abend werden wir ein paar Stunden unsere Sorgen vergessen. Wir haben ja Musik, wir haben ja wieder unser Firmenkabarett. Ja, super, Marco. Apropos Firmenkabarett, Richard, die Fröschli sind da, gell? Die Fröschli habe ich kontrolliert, ja. Die Fröschli sind also alle da. Gut, Marco, dann wirst du dann auch das Tuch holen, gell? Welches Tuch? Ja, weißt du, der Seerosenteil, den wir brauchen als Hintergrund für Carmen-Nummern. Aha, das Neue, das deine Frau gemalt hat. Jawohl, Marco, das Neue, das meine Frau gemalt hat. Ja, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kolleginnen, ich möchte Sie alle recht herzlich zum heutigen Personalfest von der Firma Hartmann AG begrüßen, wo wir jedes Jahr kurz vor der Weihnachten durchführen. Die Geschäftsleitung hat uns auch das Jahr wieder beauftragt. Den Abend zu organisieren. Sie wissen, das hat bei uns nach der Ehe. Nach der EWR-Abstimmung und jetzt auch wegen der Rezession sehr viele personelle Fluktuationen gegeben. Die meisten von Ihnen kennen uns darum wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir wollen uns aus dem Grund vielleicht zuerst genau vorstellen. Weißt du, Walti, hast du anfangen oder soll ich gerade weitermachen? Nein, mach nur, ich habe Zeit.
Gut, also mein Name ist Richi Raschle, ich bin Leiter von der Abteilung Verkauf und Promo. Mit anderen Worten, ich bin der, der die Ware verschottet. Angefangen habe ich ganz unten an der Verkaufsfront, wo sie mich immer wieder gerne hinzieht. Muba, Zyspa, Luga, Olma und. Als Kreative im Verkauf interessiert mich also sehr. Von mir stammt übrigens die Idee, die diesen Sommer ja wie eine Bombe eingeschlagen hat. Die Hartmann Sonnenschirm mit der Ravioli-Muster drauf. So viel zu meiner Person. Walter, ich glaube, du wärst jetzt aber so gut. Ja, ich habe natürlich nicht so eine geschliffene Schnurre wie du, Richi. Als einen nötig, schafft man mit den grauen Zahlen und hinter den Kulissen. Ich heiße Walter Schneider, bin Finanzchef von der Hartmann AG. Bin der 5 seit dem 94. Gut, Ich muss sagen, ein gefreuter Job ist es nicht. Es geht aber der Hartmann AG im Wesentlichen darum, in den letzten 5 Jahren am Konkurs vorbeizukommen. Was mir bis jetzt gelungen ist, rein Buchhalter ist natürlich, gell, Richi? Gut, jetzt für heute Abend haben wir noch eine gute Nachricht. Septemberlöhne sind unterwegs. Ja, doch jetzt zum Auftakt zuerst wie immer die Ansprache vom Dr. Rudolf Hartmann Senior. Für die paar, die bei der Hartmann AG können bleiben, die wissen, was das bedeutet. Ja, sitz im Schlägli im 72. Halten wir praktisch jedes Jahr genau die gleiche Rede. Aber ich glaube, man darf das so sagen, er ist also immer noch im vollen Besitz von seinen geistigen Kräften. Besonders am Herzen liegt ihm ja das Quick-Fondue, das er im 72 selber erfunden und entwickelt hat. Gut, das hat sich dann aber leider gezeigt, dass das Instant-Käse-Pulver mit den vorgekochten Brotmöckchen drin ein Flop war. Wir mussten das sofort wieder vom März zurückziehen. Ja, das Problem ist, Walti, es hat sich bis heute noch niemand recht getraut, ihn darüber zu informieren. Ja, es ist jetzt so, der Dr. Hartmann Senior fragt jetzt immer nach seiner Rede, nach dem Personal herum. Wer heute schon so ein Quick-Fondue gegessen hat. Und es wäre sehr schön, wenn sich jemand melden würde. Sonst muss ich jetzt jemanden bestimmen. Ich glaube, Sie werden es nicht, würden das für den Dr. Hartmann machen. Keine Angst, Sie müssen es selber gar nicht machen. Das erledigt alles für Richi und ich. Ist gut, dann gehen wir ihn jetzt holen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zuerst einmal möchte ich jedem Einzelnen von Ihnen ganz herzlich danken. Danke für seinen Einsatz, der auch im 84 wieder zu einem hervorragenden Ergebnis geführt hat. Wo mir der Herr Raschle und der Herr Schneider den diesjährigen Geschäftsabschluss vorgelegt haben, bin ich also stolz gewesen auf die Hartmann AG. Steigender Umsatz, fast doppelt so viel Gewinn, 25% mehr Personal und das alles in einer Zeit von der grossen Rezession. Jetzt, genau jetzt, wo alle anderen rundum zumachen, Knorr, Matschi. Ich habe doch am alten Knorr schon im 53 gesagt, das wird doch nicht mit dem Aromat. Ich meine, so ein Flop hätte ja der Hartmann AG schon gerade gar nicht passieren können, wenn ich so daran denke, wie wir bereits im 72 mit unserem Quick-Fondue für den Single blitzschnell auf den Mikrowellenboom reagiert haben. Sie können in jeden Supermarkt schauen. Dort, wo unser Quick-Fondue ist, ist immer leer. Das Quick-Fondue ist immer sofort ausverkauft. Das belegen ja auch die Verkaufszahlen vom Herrn Raschle und dem Herrn Schneider. Laut ihrer Schlussbilanz müsste ja da innen heute jeder Dritte schon mindestens ein Quick-Fondue gegessen haben. Machen wir doch gerade mal den Test.
Wer hat heute schon so ein Quick-Fondue? Ha? Ja, Herr Dr. Hartmann! Herr Dr. Hartmann, der Gosecha ist Spanier! Er versteht ein wenig Deutsch, aber mit dem Sprechen happert es noch ein bisschen, nicht wahr, Herr Gosecha? Si, si, muy bueno es tu Quick-Fondue! Demasiado! No puedo más terminar! Es como una droga! Was sagt er? Ja, er sagt, sie sagen also schon keinem gut, die Quick-Fondue können auch mit kaum aufhören. Ja, das freut mich zu hören, Herr Gosecha. Gefällt es Ihnen hier bei uns in der Schweiz? Ich meine, haben Sie auch einen guten Lohn? Sie, da haben es una firma muy generosa. Tengo dos jefes muy capaz como el señor Rasle y el señor Schneider. La Suiza es un país maravilloso. Nada corrupción, siempre buena comida, como el quick fondue. Was seid ihr? Ja, er sagt, das geht mal so hure gut mit seinen 6,5 netto. Er hat sehr gute Vorgesetzte wie der Raschle und der Herr Schneider. Die Schweiz sei ein schönes Land, vor allem wenn man einen Fremden sei. Keine Korruption, immer gutes Essen, vor allem die Quick-Fondue sind sogar auch alle gut. Si, muy bueno es tu Quick-Fondue. Ja, schön, Herr Gosecha, dann wünsche ich Ihnen und auch den anderen Spaniolen da im Saal. Danke vielmals, Herr Gosecha, fürs Mitmachen. Sie haben gesehen, der Dr. Hartmann hat wieder eine riesen Freude gehabt. Den Blumenstrauß haben wir leider wieder mitnehmen. Sie haben ihn vielleicht kennt, das ist der, der heute Morgen bei der Frau Meil im Büro gestanden ist. Ja, die Medien schreiben zwar, der Wirtschaft geht es wieder besser. Bei uns ist leider immer noch Rezession. Wir haben darum das Jahr das erste Mal müssen von unseren traditionellen 3 Passivfahrten verzichten. Gut, man kann sagen, es ist ja immer meistens allen schlecht geworden. Apropos Alkohol. Auch wir haben gefunden, wir wollen dieses Jahr jetzt mal einen kleinen Beitrag zum Thema Alkohol leisten. Es gibt heute Abend also nur weisse, rote und diverse Bier. So lief das haben wir selbstverständlich auch dieses Jahr nicht verzichten können. Unser Hartmann Eigenbrand mit seinen 63%. Doch bevor es jetzt losgeht mit diesen Volumenprozenten, vielleicht noch schnell eine kleine Bemerkung. Es ist in den letzten Jahren bei unserem Personalfest etwa die vorgekommen, dass der eine oder der andere von ihnen versucht hat, den muslimischen Arbeitskollegen oder vor allem Kollegin da zum Alkoholkonsum zu überreden. Bitte denken Sie daran, es ist nicht so, dass die nicht gerne wetten, Alkohol trinken. Ganz im Gegenteil, die dürfen einfach nicht. Ja, die Rücksicht ist übrigens auch im eigenen Interesse. Wir haben das bei der Budgetplanung so einkalkuliert. Bei diesen 2,5 Liter Wein oder Bier pro Kopf sind jetzt abends also nur die Reformierten und Römisch-Katholischen nicht kalkuliert. Richi! Du, Richi! Gut, dann weiter geht's mit. Was ist noch los, was? Richi, im Kofferraum hat es kein Tuch. Was, macht keinen Witz, das Tuch muss im Kofferraum sein, hast du es nicht eingeladen? Du, ich habe genug eingeladen mit diesen Instrumenten und allem. Nein, dann liegt das Tuch noch bei mir daheim in der Garage. Jesus Gott, das schaffe ich nicht mehr heim in der Rettung. Nein, auf keinen Fall, du. Wenn das der Schneider erfährt, dann gibt es die grösste Katastrophe. Wem sagst du das? Dem seine Frau hat, glaube ich, etwa 3,5 Monate an dem Tuch gearbeitet. Ja, was wollen wir machen? Das, ich gehe am Haus, schaue meinen Ersatz wegen dem Scheisstuch. Mach du da mal weiter. Mach das. Ja, das ist jetzt einfach so schade. Die Frau Schneider hat so lange an dem Tuch gearbeitet. Sie ist eben darum ganz allgemein eine sehr kreative Person. Sie malt so Bauernschränke. Sie macht so wunderschöne Sachen mit Trockenblumen. Ja, der Wald jetzt auch nicht einfach zu Hause. Ja, der Richi Raschle hat es ja schon gesagt. Mein Name ist Marco Tomasi. Ich bin Personalchef. Und ich sage ja immer, wenn einer gut arbeitet, dann sieht er mich einmal. Wenn nicht, zweimal. Das Thema vom heutigen Abend lautet ja ein bisschen Amerika. Das haben Sie sicher schon bemerkt. Warum allerdings erfahren Sie erst ganz am Schluss. Apropos Amerika. Ich glaube, Sie sind alle damit einverstanden, wenn ich jetzt noch rasch unsere ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüße, die ja dieses Jahr über 80% der Belegschaft stellen. Caros trabajadores, desejo-vos uma boa noite e
Muinte sorte terli isci arcada schlar. Sislere schenli clere l'engeler. Wenn butter lutluk lar, dil ris heppin ise jam dam se lam lasch. Aber ich glaub, es ist ein Griech, wenn wir jetzt auf Schweizerdeutsch weiterfahren. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Herr Eberle hat Ihnen etwas zu sagen. Ich bitte den Herr Eberle. Grüezi miteinander, ich will gerade zur Sache kommen. Ich heiße Pino Eberle und bin Chairman vom Pins Collector Club von der Hartmann Angestellten. Ich wüsste, mit dem Pinsammeln ist es ein bisschen wie mit einer Infektionskrankheit. Es ist ganz eine ansteckende Sache. Also, den heutigen Betriebsanlass würde ich gerne benutzen, um auf ein paar Fragen und Anliegen einzugehen, die mich das ganze Jahr durch erreichen, sei es per Fax oder auf meine Mailbox. Eine von diesen ganz typischen Fragen ist die, können Werbepins, also Promopins im weiteren Sinn, eigentlich echte Sammlerpins werden? Schaut, ich selber gebe als Antwort immer gerne Jein. Es kommt eben auf viele Faktoren darauf an. Ich sage nur mal Originalität von der Ausführung, Materialqualität sowie Design. Schaut, wer zum Beispiel mehr als 6 Franken gezahlt hat für einen von diesen Billigpins von der Basel Chemischen, wie zum Beispiel das Aspirin C-Fähnchen oder das Rohypnol-Büsi, oder mehr als 7 Franken für eines von diesen total aufgejubelten Blechschüsseln aus dem Frauengefängnis Hindelbank. Der soll sich jetzt an der Nase nehmen, weil der ist auf Deutsch gesagt geleitet worden. Schaut, ich sage immer, vergleichen doch solche Billigpins mit einem richtigen Sammlerstück. Wie zum Beispiel dem wunderbaren Tilsiter Jubiläumspin mit seinen 3 Löchern. Oder auch dem super vergoldeten Miniaturkreditkärtchen von der Berner Kantonalbank mit dem Aufdruck «Just for fun». Oder auch mit dem ganz bescheidenen Pin von der Schweizerischen Freiheitspartei mit dem patinierten Gaspedal. Schaut, das sind doch Pins, die ein Sammler ein Leben lang freut, die anheben und die last but not least im Preis steigen. In dem Zusammenhang vielleicht gerade mein topaktueller Insider-Tipp von heute. Nicht weniger als 3 Franken zugelegt. Den letzten Monat haben die brandneuen Pins aus Luzern. Die Serie heisst ja «Luzern will burn again». Man sieht dort drauf sehr schön vor diesen stilisierten Flammen die 2 gekreuzten japanischen Touristen zusammen mit dem Kurt Illi, der brüllt. Das ist übrigens ganz eine schöne Ausführung im harten Mail mit Schutz. Störe ich, Herr Raschle, sonst kann ich schon selber unterbrechen, gell? Nein, machen Sie nur weiter, Herr Eberle. Der Vorhang ist schnell da oben. Ah, ist jetzt das Tuch von der Frau Schneider? Schon abegabig, dass die überhaupt noch Zeit hat. Jetzt hat sie doch gerade die Ausstellung gehabt, da mit diesen Trockenblumen im Kirchengemeindehaus. Die Tochter war ja, die war begeistert. Nein, das ist eben nicht das Tuch von der Frau Schneider. Das hat auf dem Asi mir daheim gar nicht liegen lassen. Hat sich aus der Garderobe den Dusch vorangeholt. Das ist blöd, das ist noch ganz nass. Hat vorher gar nicht müssen duschen, so ein hoher Schafsenkel. Ah! Ja, aber dann passt's ja gerade. Machen wir wieder das vom letzten Jahr mit den Capri-Fischern. Ja. Aber wir haben es jetzt noch ausgebaut. Wir kombinieren es jetzt noch mit Carmen. Sie müssen sich vorstellen, das ist der Seerosenteich. Und dahinten können wir nachher die Fröschchen für ihn singen. Ah, Carmen! Ja. Ist gerade gut angekommen. Es ist im Fall grausam gut angekommen. Hat das letzte gesehen an meinem Schwager am Hochsee. So? Dort haben sie es aufgeführt. Ist super gekommen. Die Leute haben da wie Zeug. Er hat eben schon noch eine Nase, mein Schwager. Er ist da bei der Kripo in Zürich und ist ein Drogenfunder. Ich habe nachher noch ein bisschen geredet mit ihm, aber gesagt, das ist kein Leben mehr. Nein, das ist also ganz eine trostlose Sache, Rasch. Ja, verrückt. Das ist also ganz eine trostlose Sache, wie die dort immer rumstehen und auf ihre Dealer warten. Das sind also schon arme Keime, die Polizisten. Also, eine zweite Frage, die mich gerade in letzter Zeit immer wieder erreicht, ist die nach diesen Pins aus dem ehemaligen Jugoslawien. Gerade vorgestern haben wir Frau Elmer angerufen und einen Rat wollen wegen diesen sogenannten Chetnik-Pins, vor allem aber wegen dem emaillierten Sarajevo-Totenköpfchen. Das hat ja im letzten Jahr in der schweizerischen Pins-Szene sehr viel Staub aufgewirbelt und zu ganz harten Kontroversen geführt. Es ist jetzt so, der Schweizerische Dachverband der Pinsammler, also der Schwips, hat entschieden, die sogenannten Chetnik-Pins auf die schwarze Liste zu setzen und nicht mehr zum Sammeln zu empfehlen. Warum? Ihr könnt euch vorstellen, es geht natürlich wieder einmal um die Qualität des Materials. Schaut, die Chetniks sind einfach noch nicht in der Lage, ein Hartemail
bzw. eine Schutzglasur herstellen, die den Namen verdient und die hebt. Ich kann euch sagen, wie viele von diesen Sarajevo-toten Köpfen sind mir schon unter die Finger gekommen, die oben am Schädeli oder unten bei den Zähnchen die Schutzglasur abgesplittert ist, wo das Blut im Metall führen kann. Und das ist einfach nichts Schönes. Da verliert doch so einen Pin sofort jeden Charme. Und schaut, das darf auch gar nicht passieren. Hartemail und Schutzglasur sind das A und O von jedem modernen Pin. Und bei einem schweizerischen Spitzenprodukt wäre das auch gar nie passiert. Stellt euch mal einen Glasurschaden vor bei einem Adolf Hogi-Pin. Absolut undenkbar, sag ich. Absolut, ich bin ein Experte. Jesus, Herr Rost, ist das nicht der Monte Gazzi? Was ist denn mit dem passiert? Ja, besoffen ist, das sieht man doch. Das Idee hat sicher Liebeskummer. Hat eben Schwinzer so eine wunderschöne thailändische Frau geheiratet? Sie, Herr Rost, hat mir ja den Katalog gezeigt. Bin dann begeistert gewesen, muss ich sagen. Nein! Das war der Gerber mit dem Katalog, der Monte Gazzi an Zentland. Den finde ich jetzt keine Stelle mehr mit seinen 43. Ah, oh, da ist das der Monte Gazzi von der Spedition, der mit dem gelben Mazda. Den muss er jetzt alle verkaufen. He? Ja, das ist aber sein Problem. Leasing. Jetzt meint er, ich komme nicht mehr zum Vertrag raus, weil er den Klapp selber umgespritzt hat. Oh je. Ja, der Alkohol. He? Der Alkohol. Aber man sagt ja, wenn einer ständig sauft, dann hat er auch ein geregeltes Leben. Also, zwei Sachen möchte ich noch gerne loswerden. Zuallererst unseren Wettbewerb. Wir haben ja das als erstes Mal einen Wettbewerb gestartet. Es ist darum gegangen, einen originellen Spruch herauszufinden, wo das Wort Pin drin vorkommt. Ganz klare Siegerin wurde Frau Marlies Hoslini Siegenthaler. Mit dem Spruch, den ich da auf meinem weißen Rolli trage: Mir ist alles peinlich. Frau Marlies Hoslini Siegenthaler, ganz herzliche Gratulation. Frau Hoslini gönnt natürlich auch etwas. Sie gönnt einen von diesen ganz bekannten und beliebten Swiss Paranoia Pins. Die sind rot-schwarz und tragen den Aufdruck Why be normal. Dann zum Schluss möchte ich noch gerne unsere Firmenpins vorstellen, unsere Hardy Pins, die wir jedes Jahr an die Mitglieder abgeben. Links aussen unsere Spaghetti al dente. Die echten aus Italien in der Büchse, die haben einfach mal einen Pin verdient. Und rechts unser Newcomer vom 94. Unsere zwei tiefgefrorenen Spiegeleier mit Speck. Und ihr wisst ja, ganz aktuell, fix fertig in nur 15 Minuten. Übrigens, was ist denn jetzt schon bitte? Entschuldigt bitte, Eberle, es wäre eben darum noch Musik eingeplant. Wissen Sie doch das Stück, das ich für den Dr. Jucker geschrieben habe? Ach, ist der Jucker schon da? Nein, aber er hat gerade vom Nautilus angerufen. Er sei 4 Minuten da und habe 6 Minuten Zeit. Was ist denn das? Ah, das ist jetzt eben das Tuch von der Frau Schneider. Hm? Ach, jetzt hat sie es auf Plastik gemalt. Ja, ja. Sie hat wahnsinnig lange daran geschafft. Ich habe mir schon gesagt, dass die überhaupt noch Zeit hat. Jetzt hat sie gerade die Sache da im Kirchengemeindehaus. Die Tochter ist ja gewesen, die ist begeistert. Ja, sie, Herr Eberle, der Jucker. Ja, also. Nicht vergessen, an jedem ersten Montag im Monat ist PIN Singletreff im Restaurant Sterne in Obergösgen. Wir tun zusammen wandern, grillieren und einander berühren. Ciao zusammen! Ja. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Sie haben es ja schon allen Zeitungen können lesen. Die Hartmann AG hat einen neuen operativen Leiter. Es handelt sich um den Dr. Kurt Jucker. Er, seines Zeichens, ist wohl bekannt als sogenannter Top-Sanierer und hat von der Firma Hartmann den ganz klaren Auftrag, den Karren wieder zum Dreck auszuziehen. Der Herr Schneider und ich möchten jetzt Ihnen den Dr. Jucker kurz vorstellen. Der Herr Schneider ist ihn jetzt gerade unten in der Tiefgarage empfangen. Er kann also jeden Augenblick hier im Saal eintreffen. Und ich selber möchte ihn jetzt gern hier mit dieser kleinen Eigenkomposition begrüßen. Montagmorgen, es war gerade 19:30 Uhr. Ich gehe ins Geschäft und ich sehe nicht ein. Warum sind dann schon alle da? Ich glaube, ich kriege einen Schock. Treib mit 60 nur ein Mini-Rock. Ich glaube,
sie, wird's mir klar, ja klar, ja klar. Wir haben den neuen Chef Büro, der sitzt ab heute in seinem Büro. Ab heute wird wieder Umsatz gemacht, bevor uns noch die ganze Bude zusammenkracht. Was ist denn echt da bloß passiert? Der Fritz erscheint heute glatt rasiert, sogar der Stift, das kann doch fast nicht sein, ist nach der Mittagspause nüchtern gewesen. Ich glaub, es ist nicht wahr, doch plötzlich wird's mir klar, ja klar, ja klar, wir haben den neuen Chef. Bevor uns noch die ganze Bude zusammenkracht. Und jetzt die ganze Belegschaft. Wir haben einen neuen Chef Bicho. Chef Bicho. Chef Bicho. Der sitzt ab heute in seinem Büro. Sein Büro. Sein Büro. Wir haben einen neuen Chef. Chef Bicho, ein Nagel, Nagel, neue Chef Bicho, hol ich euch, hui! Du hast gehört, Walt, ist also noch recht gut gekommen. Der Vers mit dem Jucker ist mir gerade gestern noch ins Hirn gekommen. Ja, super gewesen, Marco. Lass mal, der Jucker hat auch kurz mitgelassen. Es hat ihm überhaupt nicht gefallen. Was? Ja, mit Schärig aufpassen, dass es nicht mehr schief geht. Er kommt es dann gerade. Ja, allerdings, allerdings. Du, können wir jetzt das noch machen mit diesen Scherz? Ja, das müssen wir machen, Marco. Das haben wir allen versprochen. Sonst blamieren wir uns total. Das wird auch gut mit diesen Scherz, ja, okay? Ja. Vielleicht noch mal wegen diesen Scherz. Wir haben ja die Scherz ein paar Mal bei mir auf der Abteilung ausprobiert. Am Anfang haben sie es aber noch nicht so lustig gefunden. Am Schluss ist es doch immer sauglatt, gell, Marco? Ja, sauglatt. Ist doch sauglatt? Ja, sauglatt. Also, bei diesen Scherzen geht es um eine ganz beliebte Redewendung, die man vor allem dann sehr gerne braucht, wenn es darum geht, eine schlechte Mitteilung zu überbringen. Die Redewendung ist, das müssen Sie positiv sehen. Ich sehe das positiv, man muss das aber positiv sehen, etc., etc. Wir haben die Redewendung aus einem Psychotest von der Bilanz. Es ist darum gegangen, wie man erkennen kann, ob der eigene Chef oder Abteilungsleiter ein multiples Ich hat. Das heisst, ob er ein mehrfacher Schizo ist oder einfach ganz normal einfach ein Arschloch. Ja, also in dem Test hat sie dann so Punkte gegeben. Mir macht das jetzt natürlich ein bisschen lustiger. Sagt jetzt da zum Beispiel der Jucker so etwas wie, das müssen Sie positiv sehen. Dann hupe ich hinter der Bühne und der Walti schneidet ihm beim ersten Mal einfach die Krawatten ab. Beim zweiten Mal muss er den Joppen umtrüllen und beim dritten Mal muss er die Hosen ablassen. Du, Marco, was ist eigentlich das da? Das ist doch das Tuch, das deine Frau gemalt hat. Was? Ja, eben, eine Meberle, seine Tochter käme sich ein bisschen bei ihr schnuppern, habe ich gehört. Wer kommt was? Das, ehrlich gesagt, Walti, ich habe mir es ein bisschen anders vorgestellt. Ja, vor allem, könnte sie ja ein bisschen sauberer sein. So, ja, Marco, meine Frau hat drei Männer lang an einer Superfilzklasse geschafft. Weißt du, was das da ist? Das ist ein schmutziger Duschvorhang. Das wäre ich verarscht. Was ist Jucker, Herr Schneider, Jucker. Freue mich, Herr Jucker, das ist der Thomas, ich bin der Schneider. Jucker, Herr Tomasi, Jucker, Herr Schneider. Also, ich bin der Tomasi, das ist der Schneider, Herr Jucker. Jucker, Herr Schneider, Jucker, Herr Tomasi. Du nimmst den Tusch, vor allem du verreisest. Du schaust, dass das Tuch von meiner Frau vorkommt, ist das klar? Los, Walti, ich kann nichts dafür, der Raschle hat zu verhühnern. Dann soll sich der Rasch so etwas einfallen lassen. Aber leider, Jucker, es ist sehr wichtig nachher für unser Firmenkabarett. Meine Frau hat eben darum sehr eine schöne Filzcollage gemacht. Sie müssen sich vorstellen, ein Seerosenteich. Weisse Blüten, grüne Blätter auf blauem Grund, ist also wirklich sehr schön geworden. Wir haben da so einen Schnitt drin gemacht, dann kommen dann die Fröschli raus zum Carmen singen. Ah, Carmen! Und Ihre Frau hilft auch noch mit. Ja. Schöner Schneider, schön. Ich kenne das, meine Frau ist doch ein bisschen kreativ. Aha. Ja, sie entwirft da exklusive Krawatten. Das ist gerade eine, die sie gemacht hat, so ein bisschen meine Liebste, so ein bisschen Art und Glücksbringer. Aha, schön, ja. Aber kommen wir doch zur Sache, Schneider.
Herr Jucker, ich hätte Sie einfach schnell welchem Personal vorstellen. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Jucker, Sie sind ja ein sogenannter Top-Sanierer. Ich kann mir der Schweiz an einer Hand abzählen. Was ist eigentlich die Aufgabe von so einem Top-Sanierer? Schaut, Herr Schneider, das Wort sagt ja schon selber. Sanieren kommt von heilen. Ein Unternehmen, das nicht läuft, ist krank. Das heisst eben sanieren. Was nicht nur heisst, weg mit dem kranken Gewebe. Man muss da tief in ein gesundes Fleisch hineinschneiden, damit man alles wünscht, was das Unternehmen krank macht. Herr Jucker, Sie haben in letzter Zeit... Ja, ich bin doch nicht fertig, Herr Schneider! Wenn Sie es nicht bitte sagen, verstehen Sie mich bitte negativ. Lass es ungern unterbrechen. Gewöhnen Sie sich doch bitte mal schnell an einen neuen Führungsstil. Was ist das für ein Gehuppe da hinten? Ja, das ist wegen diesen Scherzen. Ich habe das, glaube ich, schon ein bisschen am Telefon angetönt, Herr Jucker. Wir machen da den ganzen Abend durch mit dem Personal ein paar Scherzli. Was? Ja, Scherzli. Lustig. Schön, Schneider, dass Sie noch Zeit haben für so Kapriolen. Ja, Herr Jucker, Sie haben ja Ihre Karriere in Volkenswil angefangen. Sie haben zwei kleine Bauernhöfe und mit einem Sagereibetrieb total saniert, wenn man ihm so sagen kann. Ein Erfolg. Es stehen dort 15 Blöcke mit über 300 Büros. Herr Jucker, bedeutet sanieren in einem gewissen Sinne nicht immer ein bisschen zerstören? Absolut, Schneider, sanieren heisst zuerst einmal zerstören. Da kann man und darf man auf Einzelschicksal keine Rücksicht nehmen. Ein Sanierer muss brutal sein. Er muss mit dem Grogenbesen drüber. Aber klar, man muss es positiv sehen. Grösser. Sind dann Sympathien, die im Nachhinein wieder zurückkommen, wenn das Unternehmen wieder läuft? Ja, Juck, jetzt habe ich noch eine Frage. Ja, ich habe es gehört. Das wäre jetzt eben der erste von diesen scherzfälligen Juckern. Dann sollte ich jetzt leider etwas abschneiden. Ja, es tut mir jetzt gerade ein bisschen leid wegen Ihrer Frau. Aber ein Scherz. Nein! Was fällt Ihnen eigentlich ein? Ist Ihnen bewusst, was Sie da gerade abgeschnitten haben? Nein, Herr Jucker, wir werden Ihnen die Krawatte selbstverständlich wieder ersetzen. Scheide Krawatte, können Sie überhaupt nicht ersetzen? Das ist ein Unikat. Was? Ein Unikat? Ja, ein Unikat, von denen gibt es genau zwei Stück. Ja, und da trägt meine Frau. Was? Ihre Frau trägt Krawatte? Ja, Schneider, meine Frau trägt und bitte Sie, passen Sie auf, ja? Passen Sie auf, bitte. Herr Jucker, nehmen Sie wieder Platz. Herr Jucker, ich möchte Sie bitten. Ich möchte Sie bitte ganz generell, lachen Sie doch ein bisschen mit dem Personal. Ich meine, Sie sehen ja, wie die Leute sich amüsieren. Lassen Sie sich doch noch freuen, wenigstens bis Ende des Monats. Sie wenden da, glaube ich, sowieso die meisten. Ja, Herr Jucker, apropos Entlassungen, wie sieht eigentlich Ihr Sanierungskonzept für unsere Hartmann AG aus? Jetzt ist das erste Mal ein Abstoß zum Verkauf, was man rendiert. Und das ist Gottes Name. Das erste Mal ist ein Büchsengemüse, Chardinier. Ich glaube, man muss es positiv sehen. Man muss sich fragen, wo wächst die Ware? Die Erbsli, Rüebli, Flädli, Fideli. Wächst bei uns hinterm Haus, das wissen Sie ja. Aber was Sie noch nicht wissen, nach meinem gestrigen Gespräch mit dem Gemeindeschreiber, wächst die Ware jetzt bei uns ab sofort auf erstklassigem Bauland. Ja, kann der nicht mal aufhören mit dieser Operei da hinten? Ja, das wäre jetzt eben der nächste scherzfälliger Junge. Ja, das wollen Sie zum letzten abschneiden. Ja, nicht abschneiden, oder? Job, kommen Sie, machen Sie mit, Herr Jucker, stellen Sie schnell auf. Lassen Sie mich nicht hängen, Sie sehen ja, es ist ja nur einmal betriebsfest. Das gibt eine glatte Sache. So, es gibt da ein kleines Viertli, für Corporate Identity. Ja, leider, ja. Ja, aber da schon drüber zu sehen, voilà. Ha, ha. Sehen doch einmal glatt aus, wissen Sie, wie Sie aussehen? Wie der Bischof Haas. Ha. Fertig jetzt, ja? Fertig, ja? Schneider, es langt, ja? Sie haben jetzt einen Job umgekehrt und Krawatte abgelegt. Ja, das mit dem Unikat und wir schauen gleich. Das sind ganz gravierende Folgen, ja? Das mit dem Unikat und wir leiden. Bitte nehmen Sie wieder Platz, Herr Jucker. Wir sind stehen geblieben. Wir sind, Ja, ich kann selber kaum anschauen. Wir sind stehen geblieben.
Wir sind stehen geblieben bei dem Büchsengemüse. Bei dem Büchsengemüse, das auf erstklassigem Bauland wächst. Ja, richtig, das ist eine Frage, was will man da hinter dem Haus jetzt bauen? So wie kann ich sagen, wir planen eine Wiederaufbereitungsanlage für gebrauchte Präservativ. Wo wir nachher sehr gut können brauchen für die Herstellung von unserem neuen Bockwürstchen La Parisienne. Das haben wir Jocke, da kann man nur noch sagen, ein guter Miteinander. Danke, das wär's Sie. Sie haben gesehen, es war nicht so schlimm gewesen. Das mit diesen Scherzen ist glaube ich noch gut über die Bühne gegangen. Wie das Reden umlegen, schneiden nicht. Ja, Jocke, vielleicht noch eine kleine Frage zum Stichwort Vision. Haben Sie eine Vision für unsere Harmonie? Eine Vision, Schneider, das kann man sehr wohl sagen. Ich habe gerade heute Morgen noch die Police von unserer Gebäudeversicherung kontrolliert. Und ich denke jetzt, es ist sehr gut möglich, dass in den nächsten 92 Tagen hier bei der Hartmann AG mal brennt. Ja, aber für meinen so einen Grossbrand, den muss man bei uns positiv sehen. Gerade sehr positiv. Ich bedanke mich für das Gespräch und ich freue mich auf gute Zusammenarbeit. Das ist der letzte Scherz, Felix. Hört es mal auf mit diesen Scherzen. Was? Ja, danke für den Applaus. Ich weiß nicht, was Sie gesehen haben, ich habe nichts gesehen. Wir hier oben kommen jetzt zu unserem musikalischen Gast. Wir mögen vielleicht noch an den letzten Betriebsanlass erinnern. Haben wir den Nöcki gehabt, ich habe glatt gesehen mit dem Nöcki. Das haben wir uns überlegt, ist Rezession, ist Krise. Wenigstens noch für die Hartmann AG. Haben wir etwas einladen, um ein bisschen nachzudenken. Vielleicht auch etwas ein bisschen Kritisches. Wir haben darum den Urbi Büchel eingeladen. Der Urbi Büchel, für die, die ihn noch nicht kennen, ist ein engagierter, oft unbequemer Sänger und Liedermacher, der etwa die auch ein bisschen aneckt, auch ein bisschen provoziert. Kein Wunder. Er engagiert sich sehr für ökologische Sachen. Stichwort Waldsterben, Sommersmog, Ozonloch. Ich habe ihn gehört singen am Jubiläum von der Ford-Generalvertretung. Er hat dort seinen beliebten und bekannten Katalysator-Blues gesungen. Ich habe ihm richtig rasch gesagt, der ist es, der mit dem Rat, da ist er. Der Urbi Büchel mit dem Lied vom Pandabär. Viel Vergnügen. Hoi zusammen. Ich will mich zuerst noch selber ein bisschen vorstellen. Ich bin der Urbi Büchel. Ich war früher Lehrer. Ich bin dann ausgestiegen, jetzt seit ein paar Jahren als Öko-Liedermacher unterwegs. Ich habe im 91 den Rheintaler Kleinkunstpreis gewonnen. Wobei ich muss dazu noch sagen, also die Bahnen bei uns in der Öko-Gruppe hat das ja überhaupt nicht passt gehabt. Plötzlich hat es dann so geheissen, bist doch fängst auch so ein medieserviler Föhni. Ja gut, ich habe es ein bisschen daneben gefunden. Ja, vor allem einen. Rolf heisst er übrigens. Ich habe Rolf kürzlich mal angetroffen und es ist ihm dann nicht so gut gegangen. Er hat da erzählt, er sei nicht mehr mit der Barbara zusammen. Dann sei er da ein kleines Saufen gekommen, dann ist er immer zu spät auf die Arbeit gekommen, dann haben sie ihm die Stelle gekündigt. Das Zimmer in der Wege hat er schon voran verloren gehabt, nicht? Er hat sich einfach nie an den Küchenplan gehalten, verstehst du? Also ich war dann auch ehrlich zum Rolf und habe gesagt, los, Röfe. Weisst du, ausgerechnet jetzt, wo wir global kurz vor einem totalen ökologischen Kollaps stehen, kommst du mir mit deinem privaten Frust. Ich meine, ist doch klar, schliesslich haben wir ja alle ein bisschen unser Kreuz zu tragen und das mit der Barbara habe ich einfach ein bisschen gesehen. Oh, sie ist jetzt meine Freundin. Ja, ich hatte dann einfach irgendwie das Gefühl, ich müsse dem Röfi ein Lied widmen. Und da ist es jetzt und es heisst, der Pandabär kann nicht stempeln. Lieber Rolf,
bist depressiv. Es ist nichts mehr los. Saufst immer mehr. Bist arbeitslos. Lieber Rolf, ich sag dir eins, ich sag dir, hey. Solltest du es mal ein bisschen von der anderen Seite sehen? Denk doch mal ein bisschen an die anderen. Schau nicht immer nur auf deine Uhr. Gang aus deinem inneren Gefängnis raus, gang wandern. Nimm dir ein Beispiel an der Mutter Natur. In der Wildnis draussen hat es keine sichere Stelle. Keine Ausgleichskasse steht da mit dem grünen Moos. Und der Bandawehr kann nicht stempeln. Und die Murmeli sind im Winter Teilzeit arbeitslos. Lieber Rolf, bist depressiv, leist die Hände in den Schoss, bist beständig zu. Bist arbeitslos. Lieber Rolf, ich sag dir eins, ich sag dir, hey. Solltest du es mal ein bisschen von dieser Seite sehen? Denk doch mal ein bisschen an die anderen. Schau nicht immer nur auf deine Uhr. Gang aus deinem inneren Gefängnis raus, gang wandern. Nimm den Power von der Mutter Natur. Denk an die Meierkäfer, die nicht länger als einen Monat verdienen können. Die Schmetterlinge und Blumen arbeiten temporär. Denk an die Männchen von den Bienen, die gerade nach dem Job sterben. Und der stärkste Biber ist bloß ein armer Saisonier. Denk doch mal ein bisschen an die anderen. Schau nicht immer nur auf deine Uhr. Gang aus deinem inneren Gefängnis raus. Gang wandern. Nimm den Power von der Mutter Natur. Wir alle kennen ja das leidige Problem mit unserem Personalrestaurant. Die Gesundheitspolizei hat uns die letzte Woche nochmal ein Ultimatum gestellt. Der Herr Schwander zu meiner Linken kennen Sie ja schon alle. Er ist der Wirt von unserem Personalrestaurant. Und er wehrt sich ja mit allen erdenklichen Mitteln gegen die bevorstehende Renovation von seiner Kantine. Leider muss man sogar sagen, er führt ja einen regelrechten Kleinkrieg gegen den Herrn Peter, der rechts von mir sitzt. Also der Herr Peter ist von unserer Seite her, das heisst von der Geschäftsleitung, mit dem neuen Design von unserem neuen Personalrestaurant beauftragt worden. Wir haben dann gefunden, die lockere Atmosphäre von so einem Personalfest ist vielleicht die richtige Gelegenheit, miteinander zu reden, vielleicht sogar zu einer Einigung zu kommen. Ja, ich möchte mich vielleicht zuerst noch selber vorstellen. Ja, aber bleiben Sie ruhig sitzen, Peter, bitte, bitte. Danke, bitte. Ja, es
Also, mein Name ist Marcel Peter. Ich leite ein Schulungszentrum für Erlebnisgastronomie in Uzwil. Das heisst, wir zeigen dort den Wirt, wie sie ihre Lokal attraktiver machen können. Stichwort Unterhaltung im Essen oder jetzt eben gerade unser neuestes Rennen Food Design nach Golani. Vor 2 Jahren habe ich mich dann spezialisiert auf Kantinendesign und bin jetzt eben vom Herr Tomasi. Angefragt worden, eure Kantine da einen neuen Touch zu geben. Einen neuen Touch, wenn man jetzt eine gute in die Kantine zur Sau macht, indem man eine Sushi-Bar einbauen will. Hm? Sollte man jetzt einen neuen Touch geben, Herr Peter? Ja, ich glaube, ich darf das so sagen. Ich bin also auf dem Gebiet schon immer ein Pionier gewesen. Angefangen habe ich mit dem Salatbuffet à Discretion auf der Autobahn Winterthur St. Gallen. Hat dann meinen Durchbruch mit dem Eierplausch-Konzept. Da haben die Lücken also selber hinter dem Autobahnrestaurant können selber in eine Bodenhaltungseierlage hineingehen. Haben dort selber können ihre Eier suchen. Und haben nachher können die im Lokal an den Tisch die Eier also selber individuell zubereiten, ihre 3-Minuten-Eier, ihre Eier mit Speck, ihre Omelette und. Das war ein Plausch für die ganze Familie. Ich habe das Konzept dann noch weiterentwickelt zum Gückeli-Plausch. Ah, der Gückeli-Plausch. Das ist nichts, wo wir können hinter dem Lokal den Gückel selber den Hals umtrüllen. Das war doch ein Flop, Herr Peter. Gehen Sie es doch zu, ein Flop? Es war ein Erfolg. Es war ein Plausch für die ganze Familie. Es sind nachher einfach die Medien und der Tierschutzverein, der mich versucht hat, fertig zu machen. Aber schauen Sie, Herr Peter, der Erlebnis-Gugus, den habe ich doch einfach nicht nötig. Bei mir in der Kantine gibt es genug zu erleben. Man kann die Tablets selber nehmen, kleine und grosse. Man kann die 3-Deziliter-Fläschchen selber aufmachen und es hat alles, was das Herz begehrt. Fanta, Sprite und. Man kann den Kaffee selber rauslassen, Biberli, neben dem Handy an der Kasse. Auf dem Tisch haben wir den schönen Set mit den Wettbewerben drauf. Jetzt haben wir gerade eine Rosa mit allen Seilbahnen. Was wollen wir noch mehr? Im Ruhe rein! Eben, sehen Sie, Herr Schwander, genau das meine ich doch. Und wenn es hochkommt, haben Sie an den Ostern vielleicht noch einen Salzstreuer auf den Tisch mit 5-farbigen Eiern rundherum und auf Ihrer kalten, ungeheizten Toilette aussen steht so ein Airfresh-Deodorant mit so einem penetranten Fichtennadelduft, wo Sie vielleicht 2-mal im Jahr gehen auswechseln. Herr Schwander. Schau, Herr Peter, für mich gibt es genau 2 Möglichkeiten. Entweder es schmeckt nach Fichtennadeln oder es stinkt. Und ich bin gegen Fichtennadeln. Weil ich meine, man will doch die Leute im Wirtsraum und nicht auf der Toilette nutzen. Wir sind immer, wenn einer will, Fichtennadeln schmecken, dann sollen wir im Wald raus seichen. Ja, also, Herr Schwander, dazu muss ich vielleicht schon noch sagen, also auf meinem Schreibtisch häufen sich da langsam die Beschwerden über ihre Toilette. Und ich persönlich finde auch, es schmeckt dort doch ziemlich hart, würde ich mal sagen. Ja, und von wem kommen die Beschwerden, Herr Tomasi? Von wem? Der letzte war mit einem bei mir, so ein Kusselkopf. Und er meinte, er müsse ausrufen. Ist aber am Falschen gekommen. Haben genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, los, wenn du Kokosnuss schmecken willst, dann fahr doch zurück auf Afrika. Also. Herr Schwander, über diese Geschichte reden wir jetzt ja lieber nicht mehr. Es hat sich ja da um den Dr. Kivolo gehandelt. Unser Unternehmensberater aus Lagos. Ja, ich habe dann noch gehört, Sie haben ihn ja noch ziemlich grob angefasst und irgendetwas von Ausschaffen geschwaffelt. Am Schluss ist er noch selber mit ihm auf den Flughafen rausgefahren. Ja, abgeflogen ist er, einmal abgeflogen. Ja, Herr Schwander, Sie haben ganz grosses Glück gehabt, dass der Dr. Kivolo sowieso geschäftlich auf Brüssel fliegen musste. Ja, das ist mir gleich, wo er einfliegen musste. Bleib der Kuselkopf, gell, du Chiva? Du musst nicht bellen, ich kenne da. Ja, sicher, Herr Schwander, sicher. Aber dass Sie dann am Schluss noch angegangen sind und unsere einzige Toilette in der Kantine sind anschreiben mit «Nur für Deutschschweizer», das habe ich persönlich genommen. Nein, das ist doch gar kein Problem. Ich habe den Eckenwälzer bei der Hartmann AG. Sie sind ja, glaube ich, der einzige Polenta-Fresser, oder? So, jetzt langt's aber auf! Ja, Moment, das darf ich Ihnen sagen, trotz dieser Abstimmung. Tessiner, das ist nämlich keine Rasse. Hören Sie, Herr Schwander, wir wollen jetzt über das reden. Es geht jetzt ja hier um das neue Design von unserem Personalrestaurant, um das Plauscheria-Konzept. Wegen dem ist schließlich der Herr Peter gekommen.
Ja. Ja. Und ich muss vielleicht an dieser Stelle noch ausdrücklich betonen, ich selber bin ja ganz ein grosser Fan vom Herrn Peters im Plauscheria-Konzept. Ich bin da kürzlich gegangen, Testessen zusammen mit meiner Frau im Le Flambé. Das ist an der N13. Und dort gibt es ja die wunderbare Crêpe 1001 Nacht, wo da also so einen prächtig kostümierten marokkanischen Feuerspeier auf einem richtigen Ross reinzureiten kommt. Und dann wird direkt an ihrem Tisch die Crêpe also einfach super flambiert. Ja, super, super. Super. Wie der E.T. Hasler denn, von dem mit seinem Acrylrollkragenpulli hat wollen so eine Crêpe essen. Super flambiert war der E.T. Hasler denn. Ja, ich möchte also da dazu sagen, das war der absolut einzig Schwerverbrannte, wo wir jemals zu einem von uns Lokal ausgetragen haben. Und die Obduktion hat ja auch dann ganz klar gezeigt, dass der ETH-Student nur darum verbrennt ist, weil er nicht hat können fortrennen, weil er seine beiden schönen Beine bereits im Gips hatte, weil er da scheint sich ein paar Wochen vorher selber Bungee-Jumping machen von der Europabrücke oben runter mit einem Seil, das da offenbar 2 Meter zu lang war. Geht's mal weg, Herr Peter, schauen Sie, für mich sind das alles die gleichen dummen Sicher, die von diesen Brocken runterkommen. Ne? Gut, ausser deine will selbst mal machen, das sage ich nicht. Aber jetzt möchte ich mal etwas sagen zum Thema Erlebnisgastronomie. Da sind wir letztes Jahr der Zuberhans vom Controlling, hat der 40. Da sind wir zu 15. hoch, also alles Männer, sind wir noch ein bisschen höckel geblieben in meiner Kantine. Ist also kein gemütlich gewesen. Da sage ich zum Hedi, komm Hedi, mach dich doch oben ein bisschen frei. Gut, ich wollte jetzt nicht ins Detail gehen, aber ist also noch einen guten Abend geworden. Und schauen Sie, das ist für mich Erlebnisgastronomie. Herr Schwander, das kann man doch nicht einfach so sagen. Erstens mal muss man wissen, kann man das Hedi anlangen? Wenn ja, wo? Und zweitens, Herr Schwander, möchte ich an der Stelle mal sagen, Sie sind also ein Hurengrüssel. Ja, ich habe auch schon gehört, sagen Sie, holen Ihr Salatöl an der Tankstelle. Ja, und Öl ist Öl. Und drittens, Herr Schwander, noch ganz zum Schluss, Herr Schwander, ja? Ich habe kürzlich mal in Ihrer Kantine so einen angetrockneten Fleischvogel mit Reis. Das habe ich bestellt. Ich habe das heisst Nasi Goreng, das Gericht. Herr Schwander, ich habe den Fleischvogel meinem Hund gegeben, ja? Herr Schwander, mein kleiner Stubi, der hat jetzt also Würm. Ja, das dürfen Sie nicht dem Hund geben, das ist für Menschen. Herr Schwander, ich habe es Ihnen mitgebracht, ja? Ich bitte Sie, schauen Sie doch mal in das Säckchen. Ja, so wie ich konnte, dass ich Ihnen Robidog gesagt habe. Alles voller Würm, Herr Schwander. Schauen Sie doch mal da drin, wie das verbunden ist, ja? Geht's, Heilung. Schau doch mal, wie das verbunden ist. Weiter geht's jetzt mit Musik. Wir sind mitten im Unterhaltungsteil. Und zwar, jetzt ist es endlich soweit mit unserer Firmenband, der Hartmanns! Yeah! Allerdings muss ich sagen, ich kann ein bisschen bedenken, es ist eben vor allem wegen dem Raschli am Schlagzeug. Weil er hat darum eben gesagt, er will noch ein Solo machen. Was sagst du? Oh, da bist du ja richtig. Ja. Weißt du, ich habe darum gesagt, ich habe ein bisschen Bauchweh wegen dem Schneider. Ah ja, sag nicht, du wolltest ums Verrecken ein Solo machen. Lass mal, noch etwas anderes. Wir machen ihm den Gefallen. Da wird er vielleicht ein bisschen weniger verrückt wegen dem Tuch von seiner Frau. Jetzt ist das immer noch nicht vorgekommen, gell? Nein, ja, das Tuch ist da gar nicht liegen geblieben. Aber los, bevor ich noch im Hauswart oben war, hat man jetzt im Bett überzogen. Super. Okay, ready? And now, ladies and gentlemen, the Hartmann. A one, two, three, four! Thank you.
Raschle! Marco Tomasi am Keyboard, yeah! Ja, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann kommen wir jetzt wie jedes Jahr zum Firmenkabarett. Ja, Kollegen, haben schon ein paar Mal zu uns gesagt, gebt eurem Kabarett doch mal einen Namen. Ihr hättet sicher auch Auswärtserfolg. Wir haben so ein bisschen umgelost, wie die anderen Firmen Kabarett so heissen. Ja, da gibt es ja das Kabarett Super von der BP. Oder die von der Carandas, das Kabarett Rotstift. Gut, wir von der Hartmann AG haben das Gefühl, der Name sollte etwas mit Lebensmitteln zu tun haben. Der Walti hat einen Vorschlag gemacht, Kabarett Zwiebelschneider. Zwiebel, weil man Tränen lachen und Schneider wegen dem scharfen Humor. Gut, ich habe gefunden, Kabarett Zwiebelschneider. Schneider ist einfach nicht zu nahe bei deinem Namen, Walti Schneider. Ja, magst du recht, Richi, mir gefällt der andere besser. Wir heißen jetzt ganz offiziell Kabarett Senftuben! Senf eben wegen dem scharfen Humor und Tuben für Frieden und Freiheit. Ja, wir haben jetzt auch für das Personalfest wieder drei Sketch geschrieben. Mit dem ersten wollen wir unsere Produkte von der Hartmann AG auf die Chippe nehmen. Und zwar haben wir hier von uns drei Büchsen, wo wir die Etiketten weggenommen haben. Alles Produkte von der Hartmann AG. Und zwar erstens unsere Zwiebelsuppe Romandi. Das ist die mit den Schüblingstückchen drin. Dann der Linseneintopf. Und zuletzt der Bonuslad Zürpreis. Ihr habt es vielleicht gemerkt, die drei Produkte haben alle etwas gemeinsam. Sie machen Pläge, sie treiben. Wie übrigens die meisten Produkte von der Hartmann AG. Die drei da, die treiben besonders schnell. Besonders intensiv, darum haben wir es ausgewählt, gell, Richi? Gut, Walt, ich würde sagen, fangen wir an. Hockst du gerade mal hinten? Okay, hinten. Gut, ich tue so schnell ein Mischchen in dieser Zeit. Gut, was soll ich nehmen? Rechts. Ah, von euch aus gesehen links. Wir meinen es gleich. Da lang kann's nicht gehen. Ich kann in der Zwischenzeit aber schnell erzählen. Wir haben uns bei dieser Nummer eigentlich inspirieren lassen und haben einen Spass. Wir haben dort so eine Nummer, die einen Bier trinkt und rülpst. Und der andere muss den Dampf rülpsen, sonst wenn er ein Bier ertrunken hat. Wir haben ja eigentlich zuerst Gabriel Götterspass angefragt, ob es da bei uns heute im Personalfest kämpft, mit dieser Nummer auftreten. Also natürlich nicht mit Rülpsen, sondern haben wir gefragt, ob sie es so machen würden, wie wir es jetzt hier machen. Aber sie haben leider abgesagt, sie haben etwas gesagt wegen dem Niveau. Manchmal kann es aber länger gehen.
Du, was ist los, Richie? Ich finde dich in der Nebel. Weißt du, ich mache da hinten ein Arschloch und du versagst. Also, du hast zu wenig gegessen. Nein, ich habe 3 Löffel genommen, wegen Proben. Es geht einfach nur. Ja, dann ist es Nervosität. Soll ich mal probieren? Also gut, probier du mal. Aber los, nimm etwas von diesen beiden hier. Ich weiß nicht, ich habe von dem da gehabt. Vielleicht ist einfach die Büchse abgelaufen. Bist du bereit? Du weißt, ich kann Rassikon. Das war schon lange mal eine Anliegen, das mit den Plägen von den Hartmann-Produkten ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Was wir als Beschwerdebrief bekommen, das kommt zu glauben. Die Leute schreiben, sie haben mit dem Film müssen zum Kino aus. Noch der letzte Gigi spielen, was ich beim Tonhalle-Orchester vorstellen wollte. Ich habe sie gefragt, ob ich noch Tuba übernehmen will. Was ist los, Walter? Geht's bei dir auch nicht? Geht's bei dir auch nicht? Tote Hose. Welchen hast du denn genommen von dem da? Und das Datum wäre noch gut. Ja, September 76. Das machen wir einfach weiter. Du musst die nächste Nummer ansagen. Ja, es tut mir schaurig leid. Ich weiss auch nicht, was liegt. Also, ich kann nur sagen, also, beim Proben hat es also wirklich immer bestens geklappt. Gell, Walti, was hat uns deine Frau eins zur Wohnung ausgeschickt? Ja, darum sind wir ja dann zu dir in die Garage runter. Da sind ja dann alle Küngel gestorben. Los, machen wir weiter. Du sagst die nächste Nummer noch. Du musst auch Carmen auf Capri aufstellen. Ja, Kolleginnen und Kollegen, trotz dem kleinen Missgeschick kommen wir jetzt zum eigentlichen Höhepunkt vom Unterhaltungsteil. Carmen auf Capri. Also Capri, den Teil kennen wir schon. Das ist das Capri-Fischerlied, das wir letztes Jahr am Betriebsfest schon gemacht haben. Ist ja dort mal eben gerade, wo der Tomasi hinter sich zum Bötchen gehalten ist und den Arm gebrochen hat. Das haben wir sich aufmotzen mit etwas Klassischem. Etwas Heisses und Feuriges hätte es sein. Da gibt es natürlich nur eins. Carmen La Habanera. Wir aber machen das vor einem sehr rosen Teich. Überraschung! Was ist das, ein Witz, oder was? Walt, ich wollte dir gerade sagen, die Filzgolage von deiner Frau, die ist einfach nicht mitgekommen. Die hat Thomas mit mir daheim gar einen Schlick gelassen. Ja, und jetzt sollen die Fröschli zu einem Ferrari aussingen. Sag mal, Spinnscheibchen, oder was? Ja, den Duschvorhang hast du auch nicht wollen. Jetzt bin ich schon am Hauswart oben gewesen und hat mir sein Bett überzug gegeben. Ja, normale Bettwäsche haben die nicht, Uni oder mit Blumen. Du, nein, ich habe extra noch gefragt, die haben das alles so übertrennt. Er hat alles mit Ferrari-Muster drauf und die Frau hat auf der Bettwäsche überall den David Hasselhoff. Ja, aber Richie, mit dem Hintergrund kannst du dich die Nummer vergessen. Aber das ist eben ein Künstler, ist das Problem. Und von Kunst hast du keine Ahnung. Du mit deinem Rolf Knie siebdrück an der Wand. Dabei weiss jedes Kind vom Rolf Knie muss Original haben. Du los. Ölbilder musst haben vom Rolf Knie. Das musst du nicht aufpassen. Meine Siebdrücke mir auf die Knie sind natürlich eine Kapitalanlage. Nein, darf gleich zu deinen Aquarellen von der Ursula Schäppi. Ja, und was ist? Und was ist mit meinen Aktzeichnungen vom Sepp Trütz? Wir sind doch doppelt auf. Komm, wir machen jetzt weiter. Bartel, können wir weitermachen? Ja, was ist los? Ich warte schon lange. Du, Richie, du weißt, das darf meine Frau auf gar keinen Fall erfahren, gell, das mit dem Ferrari-Tuch. Ja, musst du ja nichts sagen, sagst du auf die sehr rosa Glas, sei super angekommen. Was ist los, Marco? Kommt der Sound? Jetzt habe ich doch gesagt, ihr müsst sie einstellen, ihr! Ja, ich. Der Play musst du drücken, ja, danke. Gell? Wenn auf Capri die rote Sonne im Meer versinkt,
des Mondes blinkt. Ziehen die Fischer in ihren Booten aufs Meer hinaus. Und sie legen in weitem Bogen die Netze aus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die jeder Wischer kennt. Und von Boot zu Boot das alte Lied erklingt. Hört von fern, wie es singt. Das wäre unser Carmen auf Capri gewesen. Aber ich zeige das mit dem Tuch nicht. Aber man weiss immer alles besser, gell? Jetzt bist du mal ruhig, Walter. Das mit dem Tuch hat überhaupt niemand gemerkt. Ja. Komm, jetzt ist doch eher alles verreckt. Marco, hast du jetzt den Gummibusen? Ich bin nicht, ich kann es doch tun. Hast du nicht den Gummibusen? Ich bin jetzt auch unten. Unser nächster Sketch ist ein kleines Ratespiel. Ich habe hier die Handabsenzenliste. Auf dieser Liste sind alles Leute drauf aus dem Betrieb, die jetzt abends nicht da sind. Und ich habe alle noch sehr gut kennen. Ich darf euch zuerst die Liste verteilen. Wer möchte alles mitraten, das lohnt sich. Es gibt noch eine tolle Preise zu gewinnen. Ihr könnt es einfach hinterher geben, die wollen mitmachen. Und verteilen untereinander. Euch noch eins. Ah, der Gossecha, der macht sicher noch mal mit. Gut, und euch noch. Ich erkläre in dieser Zeit für ein Spiel. Ich sehe jetzt auf der Bühne dann gerade zwei typische Szenen aus dem Betrieb. Gespielt von Walter Schneider und Marco Tomasi. Und ich muss herausfinden, wer da gemeint ist. Es gibt vielleicht auch ein Beispiel. Spielt jetzt auf der Bühne der Walti zum Beispiel einen mit starkem Mundgeruch, der ihm einen Witz erzählt. Dann wisst ihr natürlich nachher sofort, es ist der Hablützel von der Kundenberatung. Gut, das wäre jetzt ein bisschen zu einfach. Wir haben gedacht, wir machen es ein bisschen komplizierter. Aber schauen wir zuerst miteinander die erste Szene an. Und dann könnt ihr dann mitraten. Gut, Walti, Marco, sind ihr bereit? Ja, Marco, hast du jetzt den Gummibusen? Nein, nein, der muss abbrechen. Ja, muss ja, dann macht das ohne Gummibusen. Nein, ohne Busen. Oder macht das ohne Gummibusen? Nein, das klappt jetzt. Es ist nicht gut ohne Busen. Es ist nicht gut. Stopp, das Spiel beginnt. Ah, gut, dass ich Sie gerade treffe, Frau Segantini. Schauen Sie, das wäre dann noch zum Kopieren. Sie würden wir dann noch ein Tisch reservieren im Burgunderstübli. Wie immer für mich und meine Frau so um die halbe Sydney. Danke, Frau Segantini, noch einen schönen Tag im Büro. Und ich frage, wer weiß es? Zwei Hinweise haben wir. Er ist verheiratet und er geht gerne ins Burgunderstübli.
Ja, und denken dann noch an die typische Handbewegung. Gut, wer hat einen Vorschlag, könnt auch spontan Führer rufen. Der Sonderecker! Stimmt, der Sonderecker macht das auch. Den meinen wir aber nicht. Trotzdem vielen Dank fürs Mitmachen. Wer hat noch einen Vorschlag? Der Raschli. Der Raschli? Ja, dem ich das mit Beinen an. Wer hat noch einen Vorschlag? Der Frauenfelder! Eine Frau, die so sagt, ich glaube, das ist ein kleiner Applaus. Der Frauenfelder, ja. Ganz herzliche Gratulation. Los, würde ich sagen, kommst du nächste Woche mal eine Stunde später arbeiten. Oh nein, sorry, du musst ja gar nicht mehr kommen. Wie? Wie entlassen worden. Ja, eben. Los, nimmst du nachher draußen noch ein Bier. Gut, kommen wir jetzt zur zweiten gespielten Szene. Eine Szene, wo der Walter seine pantomimische Ader ja voll ausleben kann. Der Walter ist ja privat ein grosser Fan von Pantomime Georges Escalier. Der Pantomime Georges Escalier ist der, der weltberühmt wurde mit dieser Nummer, wo er Stegen abläuft, die es gar nicht gibt. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle noch schnell sagen, wer alles an den Ideen für diese Sketch mitgedacht hat. Es sind ja das ja wieder alles. Das war ja wieder alles Mann. Es ist sehr blöd, es ist irgendetwas vom Velofahren. Ich möchte mich an dieser Stelle noch schnell sagen, wer alles an den Ideen dieses Jahr für die Sketch mitgedacht hat. Es sind auch dieses Jahr wieder alles Männer gewesen. Herzlichen Dank an Hollenstein Hans, den Müller Hans, den Dragan, den Uwe und den Roger. Der Roger, der uns seine Ideen dieses Jahr sogar von den Malediven gefaxt hat, wo er gerade im Moment Tauchenferien macht. Roger, wir alle wünschen dir, mach's gut. Tauch nicht zu tief und du weißt ja, gell? Nie ohne Gummi! Gut, dann kommen wir jetzt zur zweiten gespielten Szene und ich sage wieder: Top, das Spiel beginnt! Sind die 12 Brett, meine so Frances, schon gekommen? Meine so eine Frances, nein, die sind unterwegs. Sind unterwegs. Tja, und ich frage wieder, wer weiß es? Diesmal ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich helfe darum ein bisschen. Der Vorname, der fängt mit M an. Jesus, Max, du bist da. Jetzt, Max, warum bist du gekommen? Max, hast du mir gestern selber noch gesagt, du kommst nicht. Du hast gesagt, du spürst wieder deinen Tennisarm. Jetzt, Gott, Max. Du, Walti, Marco. Was? Schau mal, der Max, der hockt ja da unten. Was? Wo? Wo? Und du siehst ihn schlecht, wegen dem Licht. Da hockt er. Yes, Max. Marco! Was ist los? Der Max hockt da unten. Ja, Tatsache! Nein, der Max ist nicht da. Ich weiß, auf der Absenzerliste noch nachher. Dort? Yes, Max. Wie hat das so passiert? Nein. Ich kann nichts dafür, er ist auf der Absenzerliste und er hat mir selber gesagt, er komme nicht. Ja, Max, schau mich nicht so an. Max, ich kann dir nur sagen, es ist mir sehr, sehr peinlich. Gott sei Dank hast du deine Frau nicht mitgenommen. Das ist seine Frau. Ja,
Ja, Max, Max, in dem Fall vielleicht von Mann zu Mann. Das haben Sie alle schon mal gemacht, gell? Ja, wenn einer da reinhockt, was er nie gemacht hat, soll er jetzt die Hand aufheben? Jawohl! Du, gell, Max, sorry, es tut mir total leid, dass es wieder besser ist mit dem Tennishorn. Ehrwort, Max. Das kannst du mir glauben, das ist mir nie nicht recht. Das kannst du nächste Woche nicht meinen Campingwagen haben. Wirklich, Max, du weißt ja, du bist mein bester Freund. Ja. Und gerade du, Max, du weißt, was mir Freundschaft bedeutet. Ja, jetzt komm aber runter, Richi, du bist ein verdammter Heuchler. Du weißt ganz genau, wir haben diese Sitzung gehabt, wir haben nicht gewusst, was machen an dem Abend da, wo dann der Holstein aufgestanden ist und gesagt hat, wir machen den Wix, Max, mit seinen Pornoheften. Haben sie alle super gefunden, du vor allem, du hast es sogar noch vorne, was? Genau! Los. Du, los! Bester Freund, ich los! Du, los! Du, los! Richtig dafür bin ich nie gewesen! Ich meine, der Max, das ist wirklich ein Kollege. Ja, was sind wir eins zusammen zu Bangkok gewesen? Ja, was ist mir der Max eins Alibi gestanden? Übrigens, auch dir, Walti. Marco, dort, wo die Geschichte ist, in der Lüssi-Bahn. Sonst sagen Sie das! Ich glaube, der Max ist ein Alibi gestanden. Sag Leute, so tun! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Was wir machen mit der Lüssi-Bahn? Vor allem, Leute, bist du echt gestört, oder was? Komm jetzt, Walti, als weiss wirklich die ganze Firma da, deine Geschichte mit dem Lehrmeidli. Was? Was, Lehrmeidli? Mit der Silvia habe ich ja gar nicht gehabt. Könnte ja meine Tochter sein. Ja, eben. Gib's doch zu, bist ein geiler Bock! So, jetzt könnt ihr ja dann wieder jemanden aufhören, oder? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen somit zur ganz grossen Überraschung vom heutigen Abend. Sie haben es ja schon in allen Medien können lesen. Jetzt löst sich auch endlich unser Amerika-Rätsel. Tartmann AG hat den diesjährigen Bauknechtpreis für die längste Haltbarkeit im Tiefkühlfach gewonnen. Und zwar mit unserem John Wayne Horseburger. Ab der nächsten Woche startet mir eine flächendeckende Werbeaktion in der ganzen Schweiz, in jedem grösseren Discounter direkt vor der Tiefkühltruhe. Bevor jetzt aber die Aktion, oder man kann es ja auch bereits nennen, die Show auf ihre Discounter-Tour geht, haben wir sie hier heute Abend zum allerersten Mal und ganz exklusiv für unsere Mitarbeiter der Big John Wayne Horseburger Show! Blue Moon of Kentucky, keep on shining. Blue Moon of Kentucky, don't leave me blue. Blue Moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the man that's gone, left me blue. Sie ist alles für den Hartmann. Juhu! Ja, liebe Hausfrauen, liebe Konsumentinnen, Sie alle kennen die Situation. Es ist 7 Uhr abends, Sie sind total auf den Felgen. Sie haben keine Zeit gehabt, um zu posten. Wissen nicht, was kochen. Denken aber etwas Feines vom Grill, das wer setzt. Wissen aber nicht, wo grillieren. In der 2,5-Zimmer-Wohnung ist der Balkon voller leeren Bierflaschen und Kartonschachteln. Meine Damen, die Lösung kommt wie immer von der Hartmann aus 100% reinem Rossfleisch. Ja, Johnny, kommst du jetzt dann gerade dran? Das ist der Johnny, unser Graustimmel aus Bukarest. Johnny, ich glaube, du erzählst uns jetzt das erste Mal, wie der neue Horseburger von der Hartmann AG eigentlich richtig heisst. Der John Wayne Horseburger von der Hartmann AG gibt es in 3 verschiedene aktuelle Geschmacksrichtungen. John Wayne Provençal, John Wayne Rustico und John Wayne Exotik. Sie ist alles von der Hartmann. Ja! Liebe Hausfrau, liebe Konsumentinnen, ob Sie es glauben oder nicht, der neue John Wayne Horseburger von der Hartmann AG kann Ihnen garantiert nicht mehr anbrennen. Selbst wenn Sie die Herdplatte auf dem 6 vergessen haben, weil Sie vielleicht gerade am Haarföhnen sind. Die Pfanne, die kann Ihnen also rotglühig werden. Dem Horseburger passiert nichts, da brennt Ihnen als Feuer aus, aber. Dank dieser feuersicheren Marinade.
ein Verfahren, das sich auch seit Jahren bestens bewährt hat bei Fasnachtsschlangen und Spannteppich. Johnny, ich höre die Hausfrau gerade fragen, wer kommt euch das feine Rostfleisch für unseren neuen John Wayne Horseburger von der Hartmann AG? Der John Wayne Horseburger von der Hartmann AG wird aus Rostfleisch gemacht, wo zu 90% aus Rumänien kommt und zu 10% vom eidgenössischen Springreiterverband. Sie ist alles voller Hartmann. Ja, meine Damen und Herren, ob Sie es glauben oder nicht, der neue John Wayne Horseburger von der Hartmann AG hat den diesjährigen Bauknechtpreis nicht zuletzt wegen seiner extrem langen Haltbarkeit im Tiefkühlfach gewonnen. Ich höre, es ist ja denke, der neue Horstberger, tun wir sicher wieder Konservierungsmittel rein, das klopft und tatscht. Nein, sage ich Ihnen, das garantiere ich Ihnen. In den neuen Horstberger tun wir kein Konservierungsmittel rein. Die Konservierungsmittel werden schon vorher am Rost im Futter weingemischt. Darum hebt Ihnen den neuen Horstberger von der Hartmann AG, sage und schreibe, 12 Jahre. Der John Wayne Horseburger von der Hartmann AG könnte sie nach 5 Jahren über das Verfalldatum raus ihrem Hund fressen geben. Der Hund soll einfach viel dazu trinken. Sie ist alles ohne Hartmann. Ja, Johnny, es wäre Zeit, du gehst zurück in deinen Stall, du kennst den Weg allein. Ja, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie gesagt, ab nächster Woche sind wir mit dieser Show in der ganzen Schweiz in jedem grossen Diskanten von der Tiefkühltruhe vertreten. Wenn Sie Gelegenheit haben, mal vorbeilaufen, probieren Sie sich mal selbst so einen Horstberger. Er wird sicher auch Ihnen ausgezeichnet schmecken. Ich selber kann noch sagen, ich habe gestern einen zum Nacht gehabt. Er war gut und ich konnte die ganze Nacht durchheben. Und denken daran, immer wenn ihr so einen John Wayne Horstberger von der Hartmann AG esst, leistet ihr einen Beitrag im Kampf gegen den Rinderwahnsinn! Gut, das wär's hier für jetzt Abend. Richtig, gut zu sehen. Machen wir das nächste wieder. Das war gerade das Firmenfest. Super, besser können wir es machen. Marco, besser können wir es machen. Gratulieren, haben wir gut gemacht. Ja, merci auch euch, dass ihr so mitgemacht habt. Jetzt müsst ihr ohne halt ein bisschen allein weiter saufen. Gut, ausser jemand organisiert noch Bolognese, dann können wir hier im Haus noch ein bisschen bleiben. Frau Segantini verteilt dann später noch eine Ladung Alka-Seltzer. Am 12. Uhr Nacht ist dann noch die Wahl von Miss Hartmann. Du hast noch etwas gehabt. Also, ich kann noch etwas wegen dem Heimfahren. Wer nicht mehr selber will heimfahren, der Montegazzi hat gesagt, er hat im neuen Matze also noch 3 Plätze frei. Ja, der wäre, glaube ich, noch froh, wenn jemand mitfahren, dass er den Heimweg noch findet. Ist gut, dann sehen wir uns wieder im Büro. Ciao miteinander, kommen wir gut heim. Bitte alle pünktlich sein. Gute Nacht. Ciao miteinander.